So, da sind wir wieder. Und das Erste, was wir machen, bevor wir wieder hochgehen, ist schlafen, weil Tarion ist doch schon relativ angeschlagen von dieser blöden Krabbe. Warum die Krabben eigentlich kein Essen droppen in dem Spiel? Krabbenfleisch schmeckt doch lecker. Ja. Jedenfalls Schrimps und so. Aber gut, wir sind jetzt wieder hier. Bei diesen tollen Säulen. Und ja. Ah, okay. Im Original war es so, die Säulen standen immer bestimmt. Stehen sie hier auch, aber ist schlechter zu erkennen. Und zwar die Säule steht jetzt näher zu mir, die hier steht von mir weg. Die steht zu mir, die steht zu mir, die steht weg. Und das war es auch schon. Also denke ich mal, dass entweder die, die zu mir stehen, jetzt gestanden sind, runter müssen. Das wären also der hier und der hier. Die Fallgrube zumachen. Genau. Hat ja gleich geklappt. Also früher war es so, dass die nicht so standen, so dicht beieinander, sondern dass die hier zum Beispiel hier drüben stand. Also da, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Aber ist nett verändert worden. Und die Mönche sind schon aufgetaucht. Naja. Komm her. Lässt du dich einfrieren? Du brauchst nicht so mit deinen Frostzaubern angeben. Genau, wir können nämlich auch mit Frostzaubern angeben. Wow. Mit Blitzzaubern hingegen können wir nicht angeben. So, damit ist der erste schon mal weg. Ich glaube, jetzt schnappe ich mir erstmal den Schlüssel, bevor ich nach weiteren München gucke. Weil wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, genau. Spawn hier in den Kavernen 3 Stück. Und dann spawnen noch mal, glaube ich, 2 oder 3 in den vorderen Eingängen. Wow, da hat es der Blitz gut getroffen. Wobei, es ging gerade so. Ja, hier sind wir falsch. Wir müssen in die Richtung nämlich. Und da ist schon Nummer 3. Mit dem müssen wir jetzt. Hat mein Tarion ihn gerade mit seinem Eishammer eingefroren? Das war auch nett. Stimmt, das ist ja ein Eishammer. Der hat wahrscheinlich, so wie der Dismantler die Chance hat, etwas. Wie der Dismantler die Chance hat, etwas mit Blitzen zu treffen, hat der Hammer wohl die Chance, etwas einzufrieren. Das ist sehr toll. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Feueraxt oder sowas gibt es nicht. Das ist nämlich, glaube ich, der beste Dolch, den es gibt. Und die Axt, die wir bei Torum gefunden hatten, war, glaube ich, die beste Axt im Spiel. So, hier haben wir es schon zum Ausgang geschafft. Doch ich traue dem Frieden hier irgendwie nicht.
Denk mal, bevor ich irgendwas anderes mache. Kriege ich erstmal die blauen Kristalle an und werde dabei von einem Mönch begrüßt. Zwei Mönche sind weniger schön. Zumal ich um den einen rum muss. Okay, damit ist der erste schon mal tot. Der hier hat noch sein Schutzschild, was jetzt gerade zusammengebrochen ist. So. Ich hatte auch mal in Erinnerung, dass die mehr Schaden machen. Das sollte ich lieber nicht sagen. So. Die Torum-Notiz haben wir natürlich schon gelesen gehabt. Aber ich denke, das war jetzt alles an Bösen. Höchstens hier kommt noch mal sein Vieh aus dem Gully. Nein, kommt es nicht. Dann machen wir jetzt mal hier auf. Schauen hier rein. Da ist erstmal ein Teleporter. Den will ich nicht unbedingt betreten. Genau, ich will nämlich erstmal diesen Knopf hier drücken. Da geht hier nämlich die Fallgrube auf und wir können hier runterspringen. Das gab es nämlich auch mal als altes Secret. Ein Fackelhalter mit einem Knopf dahinter. Fackel können wir reinstecken und dann können wir den Knopf nicht mehr drücken. Da ist der Teleporter hoch wieder. Da ist ein Lightning Arrow. Eieiei. Okay, dann gucken wir mal, was der Knopf macht. Der macht die hier zu und hier das Gitter auf. Aua. Was war das? Sind das unsere Sachen? Nein, eine Passantentunika hatten wir bestimmt nicht mehr an und das Sandbowl. Und auch kein Lendenschurz, bestimmt nicht. Da liegt ein Skelett auf dem Boden, das ist mir auch neu. Könnte das Lord Peril sein? Das könnte ja vielleicht echt sein. Essence Cap. Gebackene Made. Schädel. Nettes Feature, wir sind in einem Windtunnel. Und da ist sogar noch ein Knopf hinter der Fackel. Ja, ja. Ah, und der schließt die Wand, sodass wir den Windtunnel betreten können. Secret gefunden. Schriftrolle der unendlichen Weisheit. Braucht er nicht mehr. Er könnte sie gebrauchen, aber nee. Sie könnte sie brauchen. Alles in Deckers würde den Schaden erhöhen. Und wie sieht's mit ihr aus? Eismagie und für 5 Punkte würde sie einen Willpower mehr kriegen. Also ja. Gut. Jetzt will ich aber nochmal mit den Knöpfen rumprobieren. Was passiert, wenn wir jetzt den hier drücken? Dann geht alles wieder auf. Okay. Und hier hinten bleibt auch offen. Tja. Ich würde sagen, schlafen wir mal kurz hier in der Ecke. Regenerieren uns kurz hoch. Sehr gut. Und gehen wieder hoch. Jetzt sind wir wieder beim Eingang von diesem besonderen Raum. Jetzt können wir auch den Teleporter wieder anschmeißen.
Und sind jetzt hier gelandet, fast schon wieder am Anfang. In so einer inneren Tempelanlage. Knopf macht die Tür auf. So. Und dann schnappen wir uns den Gefängnisschlüssel und hauen ganz schnell hier raus ab. Passiert gar nicht mal was. Wir sind nur wieder hier beim blauen Kristall angekommen. Den können wir mal kurz drücken. Und dann geht es jetzt endlich hier nach unten. Sogar Dungeon Level completed. Das kam ja vorhin nicht, als wir runtergegangen sind. Hier ist nur, dass die Ebene gesichert ist. Und jetzt haben wir hier den Gefängnisschlüssel. Und einen Traum. Obwohl wir nicht schlafen. Seltsam. Du bist nah genug nun. Ah ja. Ah ja, er erklärt's gerade. Ich muss jetzt nicht mehr warten, dass du eingeschlafen bist. Eine lange Zeit, vor einer langen Zeit haben sie das Portal geschlossen, indem sie den Mechanismus zerstörten. Er ist hier ganz in der Nähe. Finde ihn. Okay. Und ja, wir betreten jetzt den gefährlichsten Raum eigentlich im gesamten Spiel. Hier sollten wir aufpassen, dass wir nicht hinunterfallen in die... Löcher, weil sonst haben wir echte Probleme. Hier unten geistern nämlich noch mal ziemlich viele von diesen Wächtern rum. Da ist noch so ein Loch. Und es gibt sogar noch etwas Schlimmeres, was hier rumläuft. Nämlich die da. Die stehen aber im Augenblick nur blöd rum und machen gar nichts. Ich habe nichts gesagt. Erstmal panisch die Flucht ergreifen. Da steht nämlich noch einer von den Jungs. Und die sind irre stark. Deswegen sollten wir gucken, dass wir die nicht unterschätzen. Das ist weniger gut, dass der da daran lang gerannt ist. Warten wir lieber mal, bis er hier rauskommt. Das sind nämlich die großen Brüder der... Oka. Oder besser gesagt, ihre eisernen Portals. Und wir hauen mit der blanken Faust auf eingefrorenes Eisen. Aua. Da seht ihr mal, was so einer anrichten kann. Uah. Schnell hoch. Ah, schnell hoch. Danke. Kurz rasten. Kurz schlafen. Ich bin nämlich fast tot. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir zwei von diesen Wächtern direkt vor dem Eingang. Aber wir haben schon mal einen der Eisengolems besiegt. Und die Wächter kriegen wir auch noch irgendwie platt. Genau, indem wir sie mehrmals hintereinander einfrieren. Den Golem meiden. Wir erstmal. Und gucken uns erstmal um, wo der nächste Wächter sich versteckt.
und gehen im Allgemeinen mal den Raum hier etwas ab. Hier liegt nämlich noch eine Schriftrolle. Kann ich euch gleich mal verraten, was auf der steht. Auf der steht nämlich: Die Siegel des Tores werden aufgebrochen, sobald die Ketten des Gefangenen gebrochen sind. Damit ist jetzt gemeint, dass sobald wir den Unsterblichen, der hier irgendwo ist, befreien, hier ein Portal aufgeht. So viel mal zum Thema Spoiler. Und da haben wir noch einen Wächter. Und noch einen, der uns von der Seite. Und noch einen. Oh Gott. Ja, ich verkrümmel mich erstmal wieder nach oben. Besser ist das. Und speichere erst einmal. Bis gleich.